Wir sind in der Sozialklinik der griechischen Kleinstadt Korinth. Hier behandeln Fachärzte ehrenamtlich zweimal die Woche Menschen, die sich keine medizinische Behandlung leisten können. Denn in der gesetzlichen Krankenversicherung ist man hier nur mit einem Job. Wer in Griechenland arbeitslos wird, fliegt aus der staatlichen Gesundheitsversorgung. Die Kinderärztin Bettina Schieder lebt seit 20 Jahren hier. Der Andrang in den Sozialkliniken wird immer größer. Es sind inzwischen mehr als 30% der Bevölkerung ohne Krankenversicherung. Das heißt, also ungefähr 30% der Bevölkerung, Familien, befinden sich im Moment in dieser Situation. Also sie haben Angst davor, krank zu werden, weil sie nicht wissen, was dann passiert. Pause für die Ärzte der Sozialklinik. Sie erzählen von ihrer Wut auf ein nicht mehr funktionierendes Gesundheitssystem, auf Politiker in Griechenland, vor allem aber auf die harten Sparvorgaben der Gläubiger. Das Gesundheitsbudget wurde gleich zu Beginn der Krise extrem gekürzt. Das war ganz klar eine Forderung, auf die die Troika bestanden hat. Wir wollen im staatlichen Krankenhaus von Korinth fragen, wie die Situation dort ist. Christina Papa leitet die Abteilung für Blutspenden und Transfusionen. Wie fast alle staatlichen Krankenhäuser können auch sie wichtige Medizinprodukte zur Blutanalyse nicht mehr bezahlen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren wird. Wir haben noch Material für maximal eine Woche. Und wenn kein Nachschub kommt, dann können wir keine Bluttransfusionen und OPs mehr machen. Die Kürzungen im griechischen Gesundheitssystem hatte die EU-Kommission einst selbst gefordert. Nun erweckt sie in Anbetracht der Not zusätzliche finanzielle Hilfe für die Gesundheitsversorgung des Landes.